Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video gibt es ja meine Top 5 Winterboard Themes aus Cydia. Viel Spaß! Die ganzen Themes, die ich heute vorstelle, werden etwas kosten, aber dafür sehen sie auch wirklich richtig, richtig gut aus. Das erste Theme, was ich hier jetzt aktiviert habe, nennt sich Color for iOS und kostet $1,99 und das ist halt sehr einfach gestaltet. Das Design der Apps gefällt mir aber wirklich hier sehr, sehr gut und die Ordner hier wurden auch ein bisschen angepasst, also der Hintergrund. Die Änderungen sind jetzt nicht so groß, aber das gefällt mir auch hier in diesem Theme wirklich sehr, sehr gut und besonders gut gefällt mir auch hier der Lockscreen. Hier unten hat man dann die Uhr. Im Moment ist hier New York eingestellt, kann man aber alles per iFile ändern. Da kann man einfach die Postleitzahl von eurem jeweiligen Ort einstellen. Und dann hier oben hat man dann noch so eine Temperaturanzeige und mit dem jeweiligen Wetter, wie es der jetzt gerade ist. Das stimmt jetzt, ja, wenn ich mal rausgucke, das stimmt jetzt hier auch. Und hier oben ist dann noch das Datum. Und der Hintergrund hier, ja, gefällt mir alles sehr, sehr gut. Kommen wir dann auch schon gleich zum nächsten Theme. Das nächste nennt sich Style HD und kostet $1,99 in Cydia. Der Lockscreen, da hat sich jetzt eigentlich nichts verändert. Entriege ich das Ganze jetzt hier mal und da sehen wir auch schon diese neuen Icons. Was heißt neuen Icons? Das Design hat sich halt hier in so runde Icons verändert und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hier auch die Ordner und ja, es sieht einfach wirklich sehr, sehr cool aus hier auch in den Ordnern mit dem Hintergrund hier. Und auch hier hat sich natürlich einiges dann getan. Auch in den Einstellungen hier, da haben sich dann natürlich auch die Icons hier verändert. Hier sehen wir auch nochmal das Design von der Telefon-App, von dem Ziffernblock. Das nächste Theme nennt sich Flat Icons und das ist so ein bisschen an die Gerüchte von dem iOS 7 angelehnt. Und zwar sollen ja die Icons da ein bisschen flacher sein und nicht mehr diese ganzen 3D-Effekte und so weiter haben. Und dieses Theme verdeutlicht das Ganze ein bisschen. Hier haben wir schon den Lockscreen, da hat sie auch einiges getan mit der Kamera, dem Slider. Und dann haben wir hier noch so eine kleine View mit dem Wetter und der Uhrzeit. Per Clock Height kann man das Ganze natürlich hier oben, also die normale reguläre Uhr von iOS, noch ausblenden lassen. Entriege ich das Ganze jetzt hier einmal, dann sehen wir schon die neu designten Icons. Alles sehr, sehr flach gehalten. Wir haben hier nicht mehr diese 3D-Effekte von iOS normal. Und so sind ja die Gerüchte, dass so ungefähr auch iOS 7 aussehen könnte. Mit dem Johnny Ive Design. Mal gucken, was da im Sommer kommt. Im nächsten Monat ist ja die WWDC. Und ja, gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Und auch die Ordner hier haben dann natürlich das Design. Auch Auxo in diesem Fall hier oder der App-Switcher hat dann dieses schöne flache Design. Wenn ich jetzt hier mal in die Wetter-App gehe, dann haben wir auch hier dieses neue Design. Und ja, das kann man natürlich in Winterboard alles aktivieren oder deaktivieren, ob man jetzt beispielsweise nur die Icons haben möchte oder ob man jetzt alles haben möchte, wie zum Beispiel jetzt auch mit der Wetter-App oder auch hier den Einstellungen. Da hat sich jetzt natürlich auch hier etwas getan mit den Icons, aber sonst haben wir hier eigentlich alles wie vorher. Dann kommen wir jetzt auch schon zum zweiten Platz. Und zwar handelt es sich hier um das Theme Laguna HD 2. Es gibt auch extra eine Version für das iPhone 5 und dann gibt es noch eine andere Version für das iPhone 4 oder für das iPhone 4S und auch für das iPad. Ja, das Theme habe ich jetzt eigentlich schon die letzten Wochen immer an meinem iPhone gehabt und ich bin damit wirklich sehr zufrieden. Es sieht einfach richtig schön aus, hat ein schönes Design. Es verändert das Design von iOS jetzt nicht groß, sondern man hat hier halt eine schöne Ansicht von den Icons und es ist auch sehr fein. Ich gehe jetzt ein bisschen dichter ran. Hier sieht man schon die Wetter-App, Karten-App, Notes und so. Das sieht alles wirklich sehr schön designt aus. Hier an der nächsten Seite auch mit Tweetbot. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Kostet $2,99. Das war es auch schon von der Nummer 2. Und jetzt kommen wir, wie nicht anders zu erwarten, zur Nummer 1. Und das
Theme ist Icon und kostet 2,99 Dollar in Cydia. Hier sehen wir den Lockscreen und dann entriegele ich das Ganze mal. Und ja, das ist wirklich ein richtig gut designtes Theme. Und die einzelnen Apps sind auch sehr, sehr filigran designt. Wenn ich hier mal ein bisschen dichter rangehe, dann haben wir hier zum Beispiel die Fotos-App, da steht noch etwas drin. Oder dann hier unten die Musik-App, die Einstellung und so weiter. Es ist sehr, sehr detailliert. Und auch die einzelnen Apps wurden manchmal etwas umdesignt, wie zum Beispiel hier die Telefon-App. Und ja, das Theme ist eigentlich eins der besten oder wenn nicht das beste Cydia-Theme. Und für mich ist es wirklich das beste Cydia-Theme. Und ja, ansonsten war es auch schon wieder von diesem Video. Ich wollte jetzt gar nicht so genau auf jedes einzelne Theme hier drauf eingehen, da sonst das Video Viertelstunde oder so lang gewesen wäre. Ansonsten war es auch schon wieder von diesem Video. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben oder abonniert mich hier unten einfach, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ihr könnt mir gerne auf Twitter folgen, @iPhoneMajor, oder meine Facebook-Seite liken, alle Links unten in der Videobeschreibung. Ja, das war's jetzt von diesem Video. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Video. Tschüss!